Die Schauspielerin Maren Kreumann hat am Donnerstagabend in Tübingen die Auszeichnung Rede des Jahres 2021 entgegengenommen. Das Seminar für allgemeine Rhetorik an der Uni Tübingen hatte damit bereits im vergangenen Jahr eine Rede ausgezeichnet, die Maren Kreumann bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises gehalten hatte, als sie den Ehrenpreis für ihr Lebenswerk entgegennahm. Dabei hatte sie über Sexismus in der Fernsehbranche und eigene Erfahrungen mit Diskriminierung gesprochen. Studentinnen und Studenten der Rhetorik setzten sich in Videoeinspielern mit Kreumanns Auftritt beim Comedypreis auseinander. Das Allgemeine Seminar für Rhetorik verleiht seit 1998 den Preis für die Rede des Jahres. Bisherige Preisträger waren unter anderem Angela Merkel, Ursula von der Leyen und Navid Kermani.